Am Bad Homburger Kulturbahnhof wird in den kommenden Monaten ein neues Energieerzeugungszentrum entstehen. Zu jedem Bau gehört natürlich auch der erste Spatenstich. Diesen vollzogen nun der Oberbürgermeister von Bad Homburg, Michael Corvisi, und einige Mitverantwortliche des Projekts. Laut dem Direktor der Stadtwerke, Ralf Schröter, soll das neue Energieerzeugungszentrum ab der Heizperiode 2015-2016 in Betrieb genommen werden. Das ganze System läuft dahingehend, dass wir einerseits Blockheizkraftwerke im Betrieb haben, die die Eigenschaften besitzen, nicht nur Wärme zu erzeugen wie ein normaler Kessel, sondern auch gleichzeitig Strom generieren können. Und dieser Strom letztendlich, der dort erzeugt wird, würden wir nutzen als Produkt, um letztendlich die Kälteanlagen mit Strom zu versorgen. Und somit kommen wir zu sehr hohen Effizienzwerten in dieser Zentrale. Die Stadtwerke Bad Homburg investieren rund 7 Millionen Euro in das neue Energieerzeugungszentrum. Mit dessen innovativer Technik arbeite es besonders energieeffizient, so Ralf Schröter. Gerade in Zeiten der Nachhaltigkeit sei dies entscheidend. Also die Nachhaltigkeit für Bad Homburg wird alleine schon durch das Klimaschutzkonzept, das die Bad Homburger 1989 auf den Weg gebracht haben und das noch immer fortgeschrieben wird, letztendlich dargestellt, was ein altbewährtes Thema ist. Und die Stadtwerke insbesondere für die Nachhaltigkeit haben natürlich hier eine Heizzentrale erstellt, die auch mindestens 20 Jahre im Betrieb sein wird und gerade mit dem Energieträger Erdgas auch ein sauberes Medium haben. Die Energieerzeugungszentrale wird in Zukunft nicht nur den Kulturbahnhof und das Technische Rathaus mit Wärme und Kälte versorgen, sondern auch einige Wohnhäuser und Firmen.